Wusstest du, dass ein Igel mit seinen kurzen, schiefen Beinen einen Hasen im Wettrennen schlagen kann? Nein? Na, dann überzeuge dich selbst. Als der Igel eines schönen Sonntagmorgens durchs Feld spazieren ging, traf er den Hasen. Der Hase war ein feiner, aber hochnäsiger Herr. Er fragte den Igel, was dieser denn an einem Sonntagmorgen allein auf dem Feldweg treibe. »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. Da lachte der Hase und meinte, »deine Beine sind für andere Sachen aber besser geeignet.« Diese Antwort gefiel dem Igel gar nicht. Er konnte vieles ertragen, aber über seine Beine durfte sich niemand lustig machen, weil sie eben von Natur aus schief waren. Er wollte dem Hasen eins auswischen und schlug ihm deswegen einen Wettlauf vor. Da lachte der Hase noch lauter und sagte, »Du, mit deinen schiefen Beinen, willst gegen mich gewinnen? Meinetwegen!« Sie wetteten um eine Goldmünze und eine Flasche Branntwein. Der Hase wollte sofort loslegen. Der Igel aber sagte, er müsse erst noch frühstücken und ging heim. Zu Hause angekommen, rief er seine Frau zu sich. Er sagte ihr, sie solle sich anziehen, und kurz darauf gingen sie zum Feld. Unterwegs erzählte er ihr von der Wette. Da schimpfte sie und hielt ihren Mann für verrückt. Aber der erklärte ihr seinen Plan. Der Hase und ich starten oben auf dem Acker. Der Hase in der einen Furche, ich in der anderen. Du legst dich am Ende des Ackers in meine Furche und wartest, bis der Hase kommt. Dann rufst du, ich bin schon hier. Seine Frau verstand, legte sich in die Furche und wartete, genau wie ihr Mann es gesagt hatte. Oben auf dem Acker wartete der Hase bereits ungeduldig auf den Igel. Sie begaben sich in Startposition. Der Hase zählte 1, 2, 3 und sauste davon wie der Wind. Der Igel aber tat nur 3 Schritte und blieb dann in seiner Furche sitzen. Als der Hase unten am Feld ankam, rief die Frau des Igels ihm fröhlich entgegen, »Ich bin schon hier!« Da erschreckte sich der Hase. Er dachte, sie wäre der Igel, denn der Igel und seine Frau sahen sich zum Verwechseln ähnlich. Aufgeben wollte der Hase nicht. Er rief noch eine Runde und kehrte um das Feld wieder hinauf. Die Frau des Igels aber blieb einfach sitzen. Oben am Acker stand der Igel und rief laut, »Ich bin schon hier!« Da wurde der Hase sauer und schrie noch eine Runde und drehte wieder um. Der Igel rief, »So viele du willst« und blieb einfach sitzen. So ging das noch 73 Mal. Der Hase rannte und rannte. Und immer taten es der Igel und seine Frau gleich und riefen aus ihrer Furche, »Ich bin schon hier!« Die 74. Runde schaffte der Hase nicht mehr. Mitten auf dem Acker fiel er um. Der Igel und seine Frau nahmen die Goldmünze und die Flasche Branntwein und gingen heim. Seitdem hat nie wieder ein Hase oder sonst irgendwer den Igel zu einem Wettrennen herausgefordert oder über seine schiefen Beine gelacht.
Die Lehre aus der Geschichte ist, dass niemand, und wenn er auch noch so vornehm ist, sich über einen anderen lustig machen soll. Auch nicht, wenn der andere ein Igel ist. Jetzt kennst du die Geschichte von dem Hasen und dem Igel. Aber hast du auch unseren kleinen Wichtel entdeckt? Hallo, hat dir unser Märchen gefallen? Dann abonniere hier unseren Kanal, um die neuesten Märchen zu sehen. Hier bin ich. Du möchtest direkt weitere Märchen sehen? Dann klick hier.